Beamer, die gibt's nun wirklich wie Sand am Meer. Und kosten tun die Dinger auch nur noch einen Bruchteil von dem, was die einst mal gekostet haben. Die Lichtquellen in diesen Geräten halten dank moderner LED-Technik auch super lange, sodass man wahrscheinlich eher stirbt, bevor der Beamer den Geist aufgibt. Was die Erfahrung allerdings zeigt, ist, dass diese Geräte kaum bis gar nicht genutzt werden, da sie permanent irgendwo an der Decke hängen oder im Schrank umherliegen. Anders sieht es da schon wieder bei diesen Akkubeamern aus. Ein solches Gerät nehmen wir heute mal genauer unter die Lupe. Einen Akkubeamer von der Firma Tumai, eine renommierte Firma in solchen Sachen. Und das Ganze heißt C900. Vorteil ganz klar, im Gegensatz zu den Festeinbauten, man ist hier wirklich noch mit mobil und kann das Teil wirklich überall und auch spontan einsetzen. Ab geht's! Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's, der Onkel Kramer, der natürlich sich freut, wenn du ihn abonnierst. Aber zuerst sollten wir uns das Produkt mal genauer angucken. Unter dem Video in der Infobox kommt ihr an dieses heiße Gerät ran. Hersteller ist die Firma Tumai. Und ja, es gibt Millionen von anderen, die denselben Beamer bauen, bloß ein anderes Label draufkleben. Aber bei Tumai klappt es mit Garantie und vor allen Dingen gibt es die Firma auch schon seit ein paar Jahren länger und ist nicht so eine, die von denen, wo man nach 3 Monaten nichts mehr hört. Was natürlich ärgerlich wäre, wenn das Gerät defekt ist und man es nicht mehr umtauschen kann. Deshalb bestellt bei Amazon, aber erstmal hineingeschaut. Und hier muss ich doch tatsächlich sagen, Hut ab! Wir haben hier sogar noch eine Fernbedienung mit dabei, mit der wir unser Gerät aus der Ferne steuern können. Ein Stativ zum Aufstellen, vor allen Dingen mal eins nichts von diesem billigen, was unten schon auseinanderfällt. Es kann manchmal von Vorteil sein, wenn der Boden uneben ist, aber in der Regel braucht man es doch nicht. Außerdem in der Box ein HDMI-Kabel, was es ermöglicht, zum Beispiel Geräte wie PlayStation und Co. mit unserem Beamer zu verbinden. Ein Ladekabel ist auch mit dabei, was mir besser gefunden hätte, wenn hier der Anschluss in USB-Form gewesen wäre. Denn das hätte den Workflow wirklich verbessert, dass man zum Beispiel unterwegs im Auto oder irgendwo anders laden kann und nicht extra noch diesen Ladeknüppel hier mitnehmen muss. Das wäre wirklich toll gewesen. Aber, und jetzt schauen wir uns den Beamer mal genauer an. Dafür macht die Videoqualität und die Funktion von diesem Gerät hier alles andere wieder gut, was es schon versucht hat, kaputt zu machen. Schauen wir mal von unten, da haben wir das Stativgewinde, wo wir natürlich ganz einfach unseren Beamer auf das Stativ stellen können. Was sich in den Löchern verbirgt, ist ganz klar Kühlung und Lautsprecher. Wir haben hier so eine Art Stereo-System, soll uns das suggerieren. Und nochmal ein extra Bass mit bei. Hier haben wir unseren Fokusring. Auf der Rückseite sehen wir einmal den USB-Anschluss. Also können USB-Sticks reinsetzen. Wir können hier eine externe Audioquelle nochmal ranmachen, auf Kopfhörer oder Boombox zum Beispiel. Hier ist der Stromeingang, also die Stromversorgung. Und hier können wir das HDMI nochmal anschließen. Außerdem, und das ist ganz wichtig, ist bei Tumai immer noch eine sehr hohe Konnektivität mit WLAN, Bluetooth und Konsorten, Apple, Android und sowas vorhanden. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Was auch ganz wichtig ist in meinen Augen, hört nicht auf die Lumenzahl und auch nicht auf die Qualität, die dort steht. Ihr müsst das wirklich eigentlich vor Ort sehen, beziehungsweise darauf vertrauen, was ich hier erzähle. Denn diese Angaben stimmen bei den Herstellern nie in irgendeiner Form. Was es mir halt schwer macht, das hier zu kommunizieren, weil ich weiß, dass ihr es in den Kommentaren wieder zerhackt. Was ihr nicht zerhacken solltet, ist, dass ihr gar keine Fernbedienung eigentlich braucht, sondern einfach hier oben drauf auf dem Beamer schon alle Funktionen habt und somit durchs Menü wandern könnt. Und glaubt mir, dass für einen Akkubeamer hier die Farbausbeute und die Qualität und die angezeigten Bildpunkte, wenn der Akku jetzt nicht leer war, der übrigens 2 Stunden hält, also dass die Qualität ist wirklich phänomenal. Dafür, dass wir hier von einem Akkubeamer reden, der preisgünstig ist und überall einsetzbar ist, den kann man auf den Rücken legen und an die Decke strahlen lassen. Meine Kinder lieben sowas, wenn die beispielsweise im Bett liegen, auf dem Rücken und dann ihre Lieblingssendung darüber gucken können und so weiter. Und ja, wir werden das Gerät gleich noch ausprobieren, sowohl an einer weißen Wand als auch an einer richtigen Leinwand, im helleren, im dunkleren, das ist sicherlich ganz wichtig, sprechen wir vorher nochmal über das, was er eigentlich kann. Also er kann bis zu 3 Meter in die Breite das Bild machen. Ich würde euch gern Zoll angeben, aber damit kann ich nicht viel anfangen und ihr wahrscheinlich auch nicht, weil man sich gar nichts darunter vorstellen kann. Aber 3 Meter breit, da weiß jeder, was Sache ist. Was mittlerweile auch ganz wichtig ist, dass wir WLAN haben, denn YouTube und Co. spielen sich nicht von alleine an oder Netflix und so weiter. Wir haben ja hier ein
Android-System, das ist quasi wie beim Smartphone, nur dass man als Display das Bild hat, was an die Wand geworfen wird. Ich habe hier noch was vom Hamburger vom Mittag. Und das merkt man natürlich erst, wenn man schon die Hälfte im Kasten hat. Also, Full HD müsst ihr selber sehen. Also ich sehe da kaum Unterschied. Wir haben oben auch einen 4K-Fernseher und gucken Full HD, ja, Stereo. Ob das so hinhaut, mag ich zu bezweifeln. Die Lautsprecher gehen halt in zwei verschiedene Richtungen. 2 Stunden Akku, 550 Gramm, das waren erstmal so die groben Daten. Die restlichen seht ihr natürlich auf Amazon. Ich weiß auf jeden Fall, da ich so eine Art von Beamer schon öfter getestet habe, dass Tumai einer der führenden ist, was das angeht. Aber genug geschnattert, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal im Betrieb an. Selbst der Kugel sagt, jetzt geht's los. Und ich habe jetzt hier meine provisorische Leinwand, damit ihr ungefähr seht, was ich sehe. Quasi damit wir einmal durchs Menü durchgehen können. Wir können hier ganz normal auf YouTube gehen, wir können hier Netflix streamen. Wir haben File Explorer, das heißt, wir können natürlich auch eigene Daten mit drauf machen. Wir können auch unten hier gehen, uns eine Anleitung ziehen, den HDMI anschließen und natürlich Google Play, Amazon Prime Video und wir haben einen Chrome Browser. Wir können uns per Miracast mit dem Handy verbinden, per AirPlay, ganz wichtig, und natürlich auch über die Einstellungen dann hier unseren Wi-Fi Hotspot, Bluetooth und so weiter alles einrichten. So, wir verbinden uns einmal mit dem Netzwerk und dann wollen wir doch gleich mal gucken, ob wir hier auch nach YouTube reinkommen und uns ein paar schöne Filme anschauen können. So, und da sehen wir schon hier, was meine Tochter gerne guckt. Wir können uns hier Lagerfeuer anmachen oder sonst irgendwas. Gucken wir noch mal ganz kurz Mascha und der Bär, eine Sendung, die ich persönlich sehr lustig finde. Also die Farben finde ich toll, der Sound ist super. Wir machen es mal ein bisschen lauter hier. Aber ich denke mal, für die einfache Anwendung ist es okay. Und wer mehr will, sollte sich doch die Boxen anschließen. Drücken wir mal ganz kurz Pause und prüfen das Wunderwerk der Technik an der richtigen Beamerleinwand. Und so sieht das Ganze einmal an einer professionellen Leinwand aus. So, in diesem Raum ist es leicht dunkel. Draußen kommt Tageslicht durchs Fenster. Wir machen mal das Licht hier an. Und selbst bei eingeschaltetem Licht hat man noch super Ergebnisse. Und der Tumai macht halt das, was er soll. Gute Videos mit langer Akkulaufzeit, beziehungsweise 2 Stunden, wie auch tatsächlich 2 Stunden sind. Mascha ist mir ein bisschen zu laut, den muss ich leiser machen. So, und ich zoome mal ganz weit ins Bild rein oder versuche hier irgendwelche Pixel zu entdecken, aber ich tue es nicht. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Ein Lüfter, der nicht zu hören ist, wenn wir hier am Gucken sind, es sei denn, wir sind wirklich auf dem Stummmodus, dann hören wir ein ganz leichtes Surren. Der Beamer macht wirklich gute Aufnahmen, hat eine wirklich gute, grandiose Verarbeitung, vorne bzw. oben drauf Knöpfe, die im Dunkeln auch leuchten, damit man noch sieht, wenn man im Dunkeln sitzt, was man tut, und halt eine hohe Konnektivität. Ich hoffe, ich konnte dir so viel wie möglich über dieses Gerät zeigen. Alles andere technische Daten erfährst du über Amazon. Der Link dazu ist unter dem Video in der Infobox drin, wo ich mich ganz besonders darüber freuen würde, wäre ein kleines Abo. Denn das bringt mich immer ein Stück nach vorne, weiter nach vorne. Ne? Viel weiter. Also, macht's gut. Euer Onkel Kramer. Bis morgen. Ciao. So. Drei Farfelloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a doncino d'amor, delle belle turbando al riposo.